Willkommen zurück hier im Wasserparadies unserer Klärgrube. Ja, ich weiß jetzt, dass das hier so nicht machbar ist mit einem Lager hier unten im Keller. Das Lager habe ich schon umgesetzt. Das steht ein paar Blöcke jetzt hier weiter nach links. Und ich hoffe, der Ofen oben hat auch Zugriff. Wir müssen da oben sowieso die Öfen nochmal nachstellen, weil das Lager ja abgebaut wurde. Das kann weg und das kann auch weg. Und aber ich habe bereits auch eine Lösung für das Kompostproblem. Wir könnten natürlich ganz einfach. Könnten wir. Das wäre aber wirklich die einfachste Maßnahme, die man machen kann. Die mir aber nicht gefällt, die euch bestimmt auch nicht gefallen würde, wäre hier einfach ein Lager reinzustellen. Ne, und dann hier den Kompost einlagern zu lassen. Will ich nicht. Ich möchte nicht dauernd auf den Komposthaufen hier drauf gucken, welche reinkomme. Außerdem müssen wir hier mit dem LKW auch regelmäßig reinfahren, um die Wagen oben zu befüllen. Aber ich habe eine ganz andere Idee. Und die haben wir bereits schon einmal vorgenommen. Nämlich mit den Lagerkarren. Da wird doch alles eingelagert. Aber ich möchte mobiler sein. Was bedeutet das? Wir bauen uns einen weiteren Dampflastwagen. Ja, was brauchen wir dafür? Natürlich eine tragbare Dampfmaschine, natürlich, was auch sonst. Eisenräder werden drüben gefertigt, ja, ganz toll. 8 Minuten, 8 Minuten 45, ist okay. So, was brauchen wir jetzt? Tragbare Dampfmaschine. Eisenräder, die werden echt drüben gefertigt? Die werden bestimmt am Wagenmachertisch gemacht, ne? Ja, bestimmt, bestimmt, mit Sicherheit. Natürlich werden sie am Wagenmachertisch gefertigt. Natürlich, wo auch sonst. Weißt du, da drüben steht's. Hat sonst nichts viel mit Mechanik zu tun. Ich glaube, wir bauen hier für oben nochmal einen extra Wagenmachertisch. Aber für später dann, ne? Also die vier Eisenräder, die wir dafür brauchen, die werden wir da drüben noch kurz in der Feuerwehr noch herstellen. Was brauchen wir jetzt alles? 7 Leder. Leder, das merke ich mir, kann ich mir sowieso alles nicht merken. 7 Leder. Ach Gott. So viel. Haben wir noch irgendwo? Denn den haben wir gerade nicht nah genug dran, den LKW unten, ne? Ja, doof. 7 Leder, 11 Bauholz. Eisen ist nicht das Problem, haben wir unten. 4 Eisenräder, 11 Lumber. 4 Eisenräder, 11 Lumber, 7 Leder. Ob ich mir das merke bis unten? 7 Leder. Ich spring mal hier. 7 Leder. Haben wir überhaupt 7 Leder? Ja. 7 Leder. 11 Lumber. 11 waren das. So, einmal 10. Und zack. Und einmal 11 Lumber. Und 4 Räder waren das. Und 7 Rohre. 7 mal Rohre. Jetzt könnt ihr eigentlich gleich mal den Fahrstuhl rufen. Natürlich. Natürlich fährt er nach oben, wenn man dann den Pfeil nach oben drückt, ne? Ach ja, 7, was war das jetzt? Oh, was war das jetzt? 7 Rohr. Oh, Leute. 7 Rohr. Ist einfach so viel, was man hier braucht. 7 Rohr, aber das haben wir gerade keinen Platz. Aber, das spielt auch keine Rolle. Wir können einfach hier drunter fahren. Dann haben wir von da auch Zugriff drauf. So. Dann geht das. Das wäre schön. So, noch eine Etage nach oben. Stopp. Stopping, stopping. Hier haben wir es. Hier und den. Und, ach ja, vier Eisenräder brauchen wir noch. Vier Eisenräder. Ist aber nicht problematisch. Von daher alles gut. So, 7 Rohr haben wir drin. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Moment mal. Produktefertigungsstraße, ja gut, alles da. Produktefertigungsstraße ist in Ordnung. So, jetzt brauchen wir noch 4 Eisenräder. Das ist ein Hin und Her hier. Mann, 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 Mann. Aber wenn wir erstmal die ganze Schmiede soweit fertig haben, dann erübrigt sich dieses ganze Hin und Her. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon mitgeteilt habe, aber wir können hier erstmal nochmal die Lager schnell mal ganz kurz korrigieren. Die Lager, das eine Lager, was wir hier haben, was wir hier zugefügt haben. Warum ist der dauernd hier drin? Und wo ist jetzt hier, Tailingslager, hallo, Tailingslager 1. Warum wird das hier nicht angezeigt? Lagerplatz. Hier schon. Komisch. Komische Sachen gehen hier vor sich.
etwas sehr befremdlich gerade. Trainingslager 1. Na gut, die... Ja, wahrscheinlich müssen wir es sowieso nochmal abbauen. Uncool, uncool, uncool. Tailingslager... Haben wir es echt nicht hier drin? Hochofenprodukte, Eisen, Kupfer, Gold, Goldkarren, Hochofen, 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 Dampfmaschine, Dampfmaschine, Lager, Umweltkarren, Umweltkarren, Truhe, Bauteil, Fertigungsstraße. Nein, haben wir nicht drin. Das heißt, das können wir uns erstmal sparen. Wie viel Eisen brauchen wir? Weiß ich nicht. Haben wir noch ein paar Eisenbrocken noch vielleicht am Start? Das wäre schön. 11, naja. Ich glaube, wir haben auch drüben noch ein paar, ne? In der Straßenmeisterei. In unserer neuen Feuerwehr. Ja, das Tor ist natürlich wieder zu. Wer macht das da unten zu? Bestimmt die Elche. Ich trage nämlich mittlerweile Geweih. Nein, natürlich nicht. So. Jetzt geht's weiter. Ach ja. Bleib ruhig mit deinem faulen Arsch da liegen, du Hirsch. Es sind ja trotzdem Hirsche, es sind ja keine Elche. So, also 4 Eisenräder. Ja, 4 Eisenräder. Aber wo haben wir Eisen gelagert? Ach, weiß ich nicht. Gucken wir gleich mal nach. Eisenrad, 4 Stück. 4. Natürlich, natürlich, 42 Barren. Willst du mich verarschen? Alter, ist das teuer. So teuer. Mann. Haben wir hier irgendwo... Warum haben wir den Umweltkarren hier nicht? Der steht doch direkt hier vor der Nase, Mann. Doch, haben wir hier. Och, ich bin blind. So, jetzt brauchen wir noch wie viele? 31. Noch 31. Aber wo haben wir das Eisen denn eingelagert? Ich weiß es gerade überhaupt nicht mehr. Oder haben wir es hier überhaupt schon irgendwo eingelagert? Na, hier bestimmt nicht. Und hier garantiert auch nicht. Nee. Oder da drüben? Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal gucken. Hier haben wir gar kein Eisen gelagert. Warum haben wir hier kein Eisen eingelagert? Warum ist denn das so? Das ist ja... Das ist ja Knorke. So. Und zwar, obwohl, dann brauchen wir den Wagen... Moment, brauchen wir den Wagenmachertisch hier überhaupt? Brauchen wir den hier überhaupt? Ich meine, jetzt aktuell ja, aber... So, insgesamt brauchen wir den hier unbedingt. Asphaltstraße. Naja, vielleicht. Steinrampe. Ja, bestenfalls dafür. Und Erdrampen, ja. Ja gut, also bauen wir für da hinten noch einen gesonderten. Das ist okay. Wagenmacher Feuerwehr. Zack. Wagenmacher Feuerwehr. Dann geht das schon klar. Dann müssen wir gleich von drüben noch ein paar Eisenbarren holen. Alter. Ach, guck an, hier, aber hier. Hier, wo wir es überhaupt nicht brauchen, oder? Nein, hier brauchen wir es natürlich überhaupt nicht. Hier haben wir Zugriff aufs Tailingslager. Es ist ja... Also manchmal ist es schon ein bisschen widerlich, weißt du das? So manchmal schon. So, Wagenmachertisch, Feuerwehr, dann kann Beton und Steinmetztruhe kann dann aus. Wagenmacher, Feuerwehr, naja. Komm. Jetzt müssen wir hier auch nochmal kurz... einstellen, dass wir den hier nicht dran haben. Den nämlich auch nicht. Den brauchen wir überhaupt nicht. Der ist Gott sei Dank noch aus. Ich hoffe, die haben da auch keinen Zugriff drauf. Das wäre schön. Ne, alles gut. Der Umweltkarren kann auch aus. Lagerplatz. Alter, dieses Lager hin und her. Das sind voll die... Beton, Steinestruhe 2. Ach. Ach. Ach, guck einer an. Na sowas. Das ist interessant. Moment, dann benennen wir den mal kurz um in 2. Hauptsache, die Kiste ist aus. Ja, die ist aus. Gut, alles klar. So, vielleicht mal so rum. Stellen wir 2, 2. Die steht, glaube ich, da hinten, ne? Das ist diese. Glaube ich. Dann machen wir den aus. Und hier, den benennen wir einfach in Zementofen 1. Und dann... Das müsste diese sein. Glaube ich. Ja, ist es. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lagerplatz. So, Junge, Junge. Warum ist der Umweltkarren hier noch an? Weiß ich nicht. Ach doch, weiß ich, weil wir hier erst noch was gefertigt hatten. Umarbeiten lassen haben. Umarbeiten nennt man das. So, Lagerplatz. Schon wieder fast 10 Minuten rum, aber was willst du machen? Gehört mal dazu. Rennofen, Lagerfeuer, Zementbrennofen, Beton-Steinmetztruhe.
Ja, der gehört dann noch zu 1. Alles klar. Wagenmacher Feuerwehr gehört hier nicht rein. Zementbahnofen 1, tralala. Umweltkarren, alles gut. So, wie sieht es hier aus? Hier kann alles zu. Außer die Nähkiste, die bleibt offen. Und der nächste bitte. Lagerplatz. Zu. Und dann ist es gut. Lagerplatz. Zu. Und es ist gut. Und das hier ist Steinmetzruhe 2. Ja, ist es. Gut. Alles da. So, der ist schon fertig. Wie viel brauchen wir noch? 31 Eisenbarren. Ja, dann wollen wir uns mal ganz schnell ein paar Eisenbarren hier mal irgendwo rauskrallen. Ich hoffe, wir haben von hier Zugriff da drauf. Das wäre schön. Wenn auch unwahrscheinlich. Es wäre unwahrscheinlich schön. Ich würde mich echt freuen darüber. Aber ich glaube, ja. Ich glaube, wir haben... Ja, natürlich auf die... ja, auf die Erzlager haben wir natürlich Zugriff, natürlich. Auf die anderen, die sind zu weit weg. Na gut, dann gehen wir zu Fuß. Gehen wir noch nicht, weil wir wieder geistgegenwärtig wie ein Taxifahrer hier direkt vom Laden parken. Entschuldigung an alle Taxifahrer. So. Er wie der DPD. ja, der hat neulich ist gut, gestern. Gestern hat bei mir der DPD geschellt, ne, hat mich aus dem Bett geschingelt. Und dann hat er bei allen Nachbarn, wir haben ja nur noch zwei Parteien hier im Haus, von daher, aber da hat er auch noch geschängelt. Und das war so lustig, das ist so ein lustiger Mensch, der DPD-Fahrer. Das war so toll. Und ich glaube, er findet sich auch so toll, dass er die Klingel von der Nachbarin über uns halt so weit durchdrücken musste, dass sie überhaupt nicht mehr aufgehört hat zu klingeln. Also die Klingel, nicht die Nachbarin. Ne? Ja, das fand ich so entspannt. Und die Klingel offenbar auch, dass sie das auch ganze 2 Minuten mitgemacht hat. Ja, und dann war es auf einmal ruhig. Seitdem funktioniert die Klingel da oben nicht mehr. Ja, DPD. Weißt du, da weiß man, was man hat. Der DPD, ja. Ich weiß, es ist ein harter Job. Auch bei DPD oder gerade bei DPD. Ich komme ja aus anderen Lieferanten, aber es heißt nicht, dass ich nie für DPD gefahren bin. Ich habe auch schon mal für DPD gearbeitet. Aber nie sonderlich lange, weil das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel für so wenig Geld, was die wirklich verdienen. Was die Fahrer tatsächlich da leisten müssen für 1.000er oder 1.200, was sie dann netto haben, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und naja, ich frage mich, ob die Frau Otto noch da arbeitet. Aber ich glaube fast nicht. Ja. Naja. Jedenfalls, wenn wir von TNT damals, ja, TNT ist auch so ein Schweineverein, aber da geht es eigentlich noch mit den Zustelladressen. Wenn wir von TNT mit einem vollen Auto immer losgefahren sind, was übrigens selten vorkam, weil wir einfach Termine haben. Ne? Wir haben mehr Termine, aber dafür halt weniger Adressen und halt weitere Strecken zu fahren. Also hatten. Ich arbeite nicht mehr für TNT. Da war es so, dass wir erstmal auch mehr Geld gehabt, ne? Also LKW-Fahrer sowieso und die Sprinterfahrer auch. Die Sprinterfahrer, die haben teilweise ja auch fast doppelt so viele Adressen gehabt wie die LKWs, weil die LKWs einfach nicht so schnell sind, aber dieselbe Strecke zurückzulegen haben und auch Termine haben. Aber darauf wollte ich gerade gar nicht hinaus. Worauf wollte ich gerade hinaus? Ach ja, wenn man mit dem LKW oder mit dem Sprinter dann, oder mit dem Crafter oder mit sonst irgendeinem Fahrzeug, ist ja egal, mit was für einem Auto, halt voll rausgefahren ist oder voll reingekommen ist, dann war man auf einmal im DPD-Auto unterwegs. Ja, so war das halt damals. So gehört sich das. So, ist langsam mal... Ach, wie lange dauert denn das hier, Mann? Geht das mal ein bisschen schneller? Das wäre schön. Eisenrad, wie lange dauert das? 1 Minute 45, das heißt 3,5 Minuten noch. Mann, wir haben doch keine Zeit. Junge, wir haben doch keine Zeit. Ich möchte endlich mal was schaffen hier. Wenn ich ständig diesen kleinen Mokus hier machen muss, um irgendwie vorwärts zu kommen, ist ja abartig, Mann. Aber ich könnte ja schon mal... Ich könnte die beiden Felgen hier, könnte ich schon mal reinschmeißen. Um da vielleicht schon mal da oben den Fertigungstisch da, die Fertigungsstraße weiter arbeiten zu lassen. Ich glaube, es wäre ganz...
ganz toll eigentlich. Aber, ja, wie soll ich denn das da hochkriegen? Ach ja, hier Fertigungsdingsbums. Produkte der Fertigungsstraße. Da hat sie ja Zugriff drauf. Krapsch, gucke. Schon krapsch das raus. Ist doch toll. Das ist gut. Ist doch super. Sparen wir uns die Fahrerei da hoch. Für jede Felge. Für jede einzelne Felge. Ja, was machen wir diese Folge noch? Ich wollte eigentlich diese Folge noch anfangen, das Lager unten umzuräumen, aber wenn wir jetzt hier auf Felgen warten müssen. Na gut, aber der endgültige Testlauf der Hochöfen, der war ja nicht ganz erfolgreich. Mangels Kompostlager, ja. Ach so, Tailingslager müssen wir auch noch machen. Ja, aber jetzt lohnt sich das nicht, weil der auch schon bald fertig ist. In 2 Minuten, naja, ist auch nicht unbedingt so bald. Von hier haben wir auch keinen Zugriff darauf, das ist echt schlimm. Ja, ich weiß, ich kann die Lagerbereiche vergrößern, aber das möchte ich nicht. Das ist ja gerade das, was mich so ein bisschen anreizt. Das heizt mich auch so ein bisschen an, wirklich nachzudenken, wie ich am besten die Lager auch hinstellen kann oder wo ich die bauen kann. Oder wo ich sie platzieren muss, besser gesagt. Ne? Wo ich sie platzieren muss, um halt alles am Laufen und gängig zu halten und funktional zu halten und trotzdem nicht zu weite Wege zu haben. Aber das muss erstmal weg. Das muss erstmal weg. So. Kommt hier rein. Zack. Komm rein. Bring Glück mit. Vielleicht. Oder so. Oder so ähnlich. So, das kommt dahin. Das kommt dahin. Ich weiß, habe ich wieder vergessen. Ich denke da nicht mehr dran. Ich denke da nicht immer dran. Nicht mehr, sondern nicht immer. So, vielleicht hier so. Hier vielleicht? Wäre das vielleicht nah genug für den Herrn Hochofen? Den Hochofen, du dummes Stück. Weil du kannst doch schon drauf gucken. Du brauchst doch einfach nur hier durchs Loch schmeißen. Alter. Tja. Oder wir machen 2 Tailingslager. Können wir auch machen. Dann wäre das Tailingslager 2 und das wäre Tailingslager 3. Könnten wir auch, wenn es nicht anders machbar ist. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch. Warum also hier nicht? Warum geht es hier nicht? Die andere Seite ist noch weiter weg, oder? Oder Fragezeichen. Ich mache meinen Rucksack zu. Ach, da steht das. Da steht der da. Ach so, da steht das fast genau drunter. Und hier? Ja, hier halt nicht. Ja, das ist doof. Das ist nicht gut. War mir das hier egal? Ja, hier war mir das egal. Alles klar. Okay. Warum ist mir das dann hier nicht egal? Weil wir hier immer durchfahren. Sind wir hier jemals durchgefahren? Ich meine, mehr als ein- oder zweimal. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und deshalb können wir es eigentlich auch dann doch mal hier hinpflanzen. Aha. 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 Also ganz schnell vielleicht mal hier Dingens an, ne? Die... Nein, nicht ins Wasser. Ich will nicht ins Wasser. Mann, bin ich schon wieder baden. Habe ich erst letzten Monat. So, zack, jetzt geht's weiter. Nun, mach doch mal an. Ja. Schön. Sehr schön. Ja, so soll es sein. Aber es soll doch das Tailingslager werden. Es soll doch gar nicht das Kompostlager. Ach Mensch, jetzt wird da auch noch... Natürlich werden auch Tailings eingelagert. Das ist ja doof. Ja, nee, Moment. Das, na klar, das geht doch. Das geht. Das ist, na klar. Das hier wird natürlich das Tailingslager. Ganz klar. Tailingslager 1. So. Ist zwar gerade Kompost drin, aber ist auch egal gerade. Lagerplatz. Tailingslager. Hallo? Da. Tailingslager 1. Der Kompost, der verwirrt mich aber hier drin bloß. Aus dem Grund schmeißen wir gleich mal hier hinten rein irgendwo. Hier passt er ganz gut hin. Hier so hin. Ja. Gut. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Die muss ich auch noch einstellen, dass die halt darauf nicht zugreifen. Das leidige Problem, weißt du? Lagerplatz. So.
so, weil hier soll erstmal noch gar nichts Zugriff drauf haben, auf das Tailingslager, jedenfalls von hier aus. Das wäre schön, das wäre echt wunderbar. Lagerplatz. Gut, weil dafür fertigen wir extra ja den LKW, ne? Ja, das ist gut. Das ist gut, das ist okay. Tailingslager 1. Jeder macht seins. Nein, Quatsch, was mache ich denn hier? So, zack. Alter. Bloß hier unten hin. Hier unten hin. So ist artig. Artig. Ist das hier gerade irgendwo Scheiß gebaut habe? Nee, ne? Nee, sonst ist ja alles gut, alles schön. Lagerplatz. Alle zu. Das auch und das natürlich auch. Und natürlich von dem auch. Nicht mal die Gerätschaften, die gar keinen Zugriff darauf hätten. Nicht mal die sollen Zugriff darauf haben. So, jetzt müssen wir wieder ganz nach oben. Nicht ganz nach oben, sondern einen nach oben. Wir sind bereits unten. Ich bin bereits auf dem Boden angekommen. Mach mich doch nicht noch weiter nieder. So, mal gucken. Was haben wir jetzt hier? Lagerplatz. Jetzt müssen wir aber echt mal Tailingslager hier auftauchen. Ist es? Ja, es wurde auch Zeit. Ach, schön. Schön. Das ist äußerst beruhigend, aber warum lagert hier wieder der Müll? So. Artig. Also ein Quatsch eigentlich, ne? So ein Blödsinn. So, alles klar. Dann haben wir den schon mal aktiv. Hier kommt auch der Aktivfilter auch rein. Warum ist der Umweltkarren hier an? Tailingslager natürlich ganz unten. Ganz unten am Start. Auf meinem Niveau. So, Niveau schreibt man übrigens mit Nivea. Weißt du? Hast du bestimmt gewusst. So, Hochofen, der bleibt an. Umweltkarren nicht. Das kommt nach oben. Zweiter von oben. Tailingslader. Lager. Lader. Tailingslader. Ja, Verzeihung. Ist durchaus ein, naja, schönes Auto nicht, aber durchaus nett. Also ist ganz okay. Also, wenn man das so. Ach, weiß ich gerade überhaupt nicht, was ich von mir gebe. Entschuldigung. So, Eisen. Warum ist hier das Eisen? Ach so, weil ja gar nicht hier dazugehört. So, zack. Und der kann, glaube ich, gar nicht drauf zugreifen. Das wäre schön, wenn das so ist. Lagerplatz, Hochofen, Tailingslager, alles klar. Die haben keinen Zugriff drauf. So sieht es bisher jedenfalls aus. Wir machen noch ein bisschen weiter, ne? Also die heutige Folge kriegt wieder ein bisschen Überlänge. Ja, weil wir einfach so wenig gerade schaffen. Deswegen müssen wir so ein bisschen Überlänge leider machen. Damit es sich überhaupt lohnt. Ne? Sonst lohnt sich das ja kaum. Tailingslager 2, alles da. So, jetzt haben wir. Jetzt haben wir aber kein Eisen mehr. Ist ja toll. Ja, fantastisch. Und die Dampfmaschinen unten, die verbraten wieder Unmengen an Kohle. Aber die Fertigungsstraße müsste auch fertig sein. Wieder hoch. Ich bin immer dazu geneigt, rechts zu drücken, wenn ich nach oben fahren will. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Woran liegt denn das? Stopp. So. Ach, was haben wir natürlich vergessen? Natürlich haben wir es vergessen. Ach, glaubst du es denn? Ach ja. Ja, naja, gut, komm. Dann müssen wir halt nochmal zu Fuß nochmal rüberlatschen. Wir stecken hier aber gleich da rein, ne, dass die auch da oben dann landen. Ich hoffe, das ist dann okay so. Warum auch nicht? Das Spiel bietet es ja geradezu an. Ne, es schmiert einem ja gerade aufs Gesicht. So. Lagerplatz und jetzt aber Produkt der Fertigungsstraße. Zack, rein damit. Warum ist das hier auch schon wieder an? Es ist ja echt abartig. Ach ja, sollte ich vielleicht hier drüben nochmal alles ausschalten, ne? Weil Tailings ist bestimmt wieder aktiviert hier überall. Mit Sicherheit. Nicht. Mit Sicherheit. Nicht. Okay. Alles klar. Sehr gut. Oder hier mit Sicherheit? Fragezeichen. Nicht Ausrufezeichen. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich doch. Dann können wir endlich bald mal anfangen, hier Beton zu brennen. Das wäre toll. Aber vorher brauchen wir tatsächlich noch mehr Kohle. Ich überlege, ob ich Kohle nicht tatsächlich zwischen den Folgen schlage. Da müssen wir auch noch die Höhle, wollte ich fast sagen, den Tunnel noch fertig machen. Mensch, das ist einfach noch so wahnsinnig viel.
das bestimmt für 4 oder 5 Folgen noch reichen wird. Nein, also wir haben natürlich noch viel, viel mehr hier vor. Und wer glaubt, dass die Schmiede schon voll ausgestattet ist, der irrt sich. Aber wie könnte man das auch glauben? Weil wir haben jetzt gerade mal hier die elektrische Stanzpresse gefertigt. Und die Elektronikfertigung gefertigt, glaube ich. Oder? Haben wir die? Nicht mal die haben wir. Toll. Nicht mal die haben wir. Gut. Was ist das dann? Der elektrische Maschinistentisch. Alles da. Dann kommt die Elektronik nämlich nach oben. Ja, doch, das ist, glaube ich, ganz gut. Und der LKW ist fertig. Nein, falsche Kiste. Hier ist die richtige Kiste. Nein, falsch. Hä? Ach so. Boah, fehlt noch. Ach, die haben wir noch gar nicht in Auftrag gegeben. Oh, ich bin so doof. Tragbar Dampf. Natürlich nicht. Ach, kacken. Und hier sind übrigens die Barren drin. Tragbare Dampfmaschine bestellen. Also in 7 Minuten. Also nach der Folge. In der nächsten Folge. Können wir den LKW endlich aufstellen? Das war auch Zeit. Ja, gut. Dann machen wir es in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns auch schon morgen wieder. Ne? Also, bis morgen. Tschüss.